Transfergespräch Spezial. Professor Dr. Anke Karl vom Uniservice Transfer trifft die Regisseurin und Professorin für audiovisuelle Medien Erika von Möller im Cinema in Wuppertal-Barmen. Das Cinema ist das einzige Programmkino und unabhängige Filmkunsthaus in Wuppertal. Ein passender Ort also, um sich über das Entstehen von Filmen und die Entwicklung von Projekten zu unterhalten. Herzlich willkommen, sehr geehrte Frau Professor Erika von Möller, hier im Kinoambiente im Cinema in Wuppertal. Diesen Ort haben wir bewusst gewählt, denn Sie haben neben Ihrer Lehrtätigkeit schon zahlreiche Filme gedreht. Einer der zentralen Filme ist Die Sternstunden Ihres Lebens. Und bevor wir uns über Ihre spannende Arbeit und Ihre Lehrtätigkeit unterhalten, schauen wir uns mal einen kleinen Auszug an. Mats ab. Wer ist für den Antrag der SPD-Fraktion zur Neuformulierung des Frauengleichstellungsparagrafen? Neun Stimmen dafür, Stimmen dagegen. Enthaltungen. Neun Stimmen dafür, 11 Stimmen dagegen. Eine Enthaltung. Der Antrag ist abgelehnt. Die Verankerung der Gleichberechtigung von Mann und Frau im Grundgesetz ist eines der zentralen Themen Ihres Films. Dieser Film wurde teilweise auch in Wuppertal gedreht. Ist Wuppertal ein interessantes Pflaster für Filmemacher? Ich finde, Wuppertal hat architektonisch bietet es wahnsinnig viel. Und das andere ist die geografische Lage. Man spricht ja auch so ein bisschen vom San Francisco Deutschlands. Und das, finde ich, hat genau das. Wir haben so viele Durchblicke, Ausblicke hier in Wuppertal. Das ist besonders reizvoll für Filmemacher. Ja. Quentin Tarantino sagt, wenn mich Leute fragen, ob ich in Filmschulen gegangen bin, dann sage ich ihnen nein, ich bin in Filme gegangen. Was haben Sie gemacht? Ja, ich habe beides gemacht. Ich finde Filme gucken ganz wichtig für eine filmische Ausbildung. Aber ich finde auch wichtig die Reflexion über Filme. Das heißt, ich habe auch Film studiert. Ich habe zwar mehrere Studien hintereinander gemacht. Ich habe erst ein wissenschaftliches Studium gemacht, dann ein künstlerisches, also freikünstlerisches und dann nochmal ein filmisches Studium. Das muss man vielleicht nicht alles machen, aber ich glaube, die filmische Ausbildung ist mittlerweile so spezialisiert und unser Berufsbild ist auch so spezialisiert, dass es schon wichtig ist, dass es eine Phase gibt, wo die Studierenden wirklich das erlernen, was später im Beruf wichtig ist. Und das ist in dem geschützten Raum der Universität viel einfacher möglich, als wenn man das nur bei Learning by Doing macht. Weil auch Sie müssen wahrscheinlich immer mehr auch interdisziplinär denken. Und absolut. Also das ist ganz wichtig. Erzählen ohne Inhalt geht im filmischen Bereich nicht. Ne? Man braucht den Inhalt. Und mit dem Inhalt geht man eigentlich immer in andere Disziplinen, in die Germanistik, in die Anglistik. Und das Studium im kombinatorischen Bachelor, das bringt das mit sich, dass die Studierenden zwei Fächer haben. Und das ist für filmisches Erzählen so ein Geschenk, dass sie eben nicht einfach nur denken immer, ich muss einen Film machen und was könnte das nächste Thema sein, sondern oft bringt das zweite Fach Ihnen auch eine Thematik und die bauen Sie dann auf und dann können wir die im filmischen Bereich sozusagen so weiterentwickeln, dass es ein Film daraus wird. Und ich finde, das ist wirklich auch ein Vorteil vor den Filmhochschulen. Ne? Wir sind ja gerade im filmischen Bereich auch immer, wir haben natürlich nicht die Ausstattung, wir haben nicht die Möglichkeiten. Meistens kriegen die Studierenden auch Budgets in den Filmhochschulen, das kriegen unsere Studierenden alles nicht. Aber sie sind thematisch anders verankert in Themen und das ist ein Riesenvorteil, den sie haben. Sie sind seit 2011 Professorin an unserer Bergischen Universität für Design audiovisueller Medien in Praxis, Theorie und Vermittlung. Wie gut lassen sich Lehre und Regiearbeit für Sie verbinden? Das ist eine Herausforderung, absolut. Ich finde aber trotzdem wichtig, dass ich beides tue und dass ich den Studierenden auch beide Möglichkeiten eröffnen kann. Also ich glaube, ich habe mittlerweile eine ganz gute Balance gefunden. Aktuell arbeite ich auch an einem Forschungsprojekt, was eigentlich aus der Hochschule herausgewachsen ist, was mich auf ein neues thematisches Feld katapultiert hat. Ich mache nämlich mal nicht einen historischen Film, sondern einen sogenannten Near-Future-Stoff, also in der nahen Zukunft spielt der Stoff. Und letztlich ist das aus meiner Hochschultätigkeit heraus entstanden. Und darum finde ich das eine ganz befruchtende Allianz.
Sie bieten ja alle 2 Jahre ein großes Filmprojekt an, das in diesen Tagen wieder gedreht wird, wie ich gerade erfahren habe. Und um welches Projekt handelt es sich denn in diesem Jahr? Ja, also wir machen eben alle 2 Jahre ein Projekt, versuche ich, für die Studierenden auf die Beine zu stellen, das relativ realistisch ihnen die Möglichkeit gibt, so wie wir an Sets arbeiten im Spielfilmbereich, das auch mal zu durchleben. Mhm. Und das heißt dann immer, dass eigentlich 20 Studierende einen Film drehen. Die sind dann aufgeteilt in die Funktionen. Also dann jetzt in dem Fall haben wir 6 Regisseurinnen und Regisseure. Wir sind da sehr paritätisch. Wir haben 3 Kameraleute, wir haben 4 Leute im Licht, ne? Die sind dann die Beleuchter. Wir haben 5 Leute in der Ausstattung diesmal, weil wir drehen, was wir on location nennen. Also wir drehen an Orten, nicht bei uns in der Hochschule, sondern wir gehen raus. In dem Fall erzählen wir nämlich eine Liebesgeschichte, eine unmögliche Liebesgeschichte, was ja in der heutigen Zeit sehr schwierig ist, dass man sozusagen eine verbotene Liebe erzählt. Aber das ist unsere Geschichte und eins der Hauptmotive ist eben eine Wohnung. Und dann haben wir hier ganz lange nach einer Wohnung gesucht. Und die wurde jetzt auch, das ist eine Wohnung, die wurde nicht so genommen, wie sie da ist, sondern wir haben dann eigentlich wieder die Möbel rausgeräumt und die Möbel, die wir das Gefühl haben, die zu dieser Hauptfigur passen, wieder reingeräumt. Also das wird dann mit großem Aufwand eigentlich so auch sehr realistisch betrieben, so wie ich das auch mit den Ausstattern mache, die mit denen ich dann zusammenarbeite. Und das Tolle ist, wir haben da eine ganz intensive Phase, wo wir jetzt in dem Fall hatten wir 10 Drehtage, also 2 Wochen, wo wir drehen. Und das sind jetzt keine kurzen Tage, sondern das ist wirklich so, dass die Studierenden am 8 anfangen und oft bis in die Nacht drehen. Das Tolle daran ist aber, dass sie natürlich die Fachlichkeit dabei lernen. Sie lernen aber auch was unschätzbar Wertvolles, nämlich, dass sie im Team arbeiten. Das ist ein Highlight für die Studierenden. Absolut. Sie sprachen den Beruf des Regisseurs schon an. In welchen Berufen finden sich denn dann Ihre Absolventen zukünftig wieder? Ja, also da sind wir in einer ganz guten Lage, dass wir merken, die Studierenden fangen schon an, filmisch zu arbeiten, oft noch während des Studiums. Also viele von unseren Studierenden arbeiten schon ganz praktisch draußen, drehen kleine Imagefilme, sodass ich manchmal auch ein bisschen Angst habe, dass sie wirklich den Abschluss machen. Aber die, die weiter wollen, haben das schon sehr im Fokus und gehen dann auch weiter. Und dann ist es tatsächlich, wie ich das beschrieben habe, wie das in den Gewerken so ist. Ne? Also wir haben jetzt auch gerade wieder in dem Projekt gehabt, 2 Studierende, die gemerkt haben, sie können wahnsinnig gut organisieren. Und wir haben eben schon in den alten Jahrgängen eine Studentin, die zum Beispiel eine also wirklich sehr gefragte Produktionsleiterin geworden ist, die eben das dann organisieren muss, ne? Dass die Leute eingestellt werden, dass die Motive organisiert werden, dass das Geld organisiert werden muss. Ne? Und das können die schon mal erproben in unserem Rahmen. Und ich muss auch sagen, jetzt die 2 Studierenden, die die Produktionsleitung gemacht haben, die haben wirklich ganz enorm mit mir zusammen, das sind ja immer Projekte, wo wir auch Mittel brauchen. Ne? Und die haben jetzt Sachspenden, ich sage das gerne mal so in dem Rahmen, Sachspenden von 60.000 Euro an den Start gebracht für dieses Projekt. Also wir sind ja immer im Film immer mit irrsinnigen Summen eigentlich unterwegs. Ne? Und das ist für Studierende natürlich unerreichbar. Und dann gibt es Kontakte, die wir haben und die wir gemeinsam auch dann beschreiten. Wir haben zum Beispiel einen Equipmentverleih gefunden, der uns wirklich zu einem Bruchteil dessen, was man normale Filmproduktion bezahlt, Lichter geliehen hat, ne? Also das ganze Lichtequipment, das ist immer ein sehr teures Equipment für uns. Das können wir uns an der Hochschule auch nicht komplett anschaffen. Aber über so einen Weg, ne? Und die Sponsoren haben das auch gemerkt, dass da Studierende mit einer großen Leidenschaft kommen und das auch durchsetzen wollen. Und eben, bei denen glaube ich ganz sicher, dass die sehr schnell auch Fuß fassen werden in diesem Bereich. Von Roman Polanski stammt das Zitat, ich bin wie ein Koch, wenn ein Film fertig ist, setze ich mich hin und schaue, ob die Sache denn auch schmeckt. Nach welchem Rezept kochen Sie? Ja, also ich vermeide immer so ein bisschen die Vorstellung auch den Studierenden gegenüber, dass es Rezepte gibt im filmischen Erzählen. Weil natürlich, also der filmische Prozess ist wahnsinnig anspruchsvoll. Es sind so viele Disziplinen, die da allein im filmischen Prozess eine Rolle spielen. Die Stoffentwicklung,
dann die Vorbereitung, dann das Drehen, da gibt es eine Bildgestaltung, eine Inszenierung. Also all diese Einflüsse müssen zusammenkommen. In der Postproduktion wird das sozusagen finalisiert. Und da mit einem Rezept ranzugehen, so und so mache ich es und dann kommt ein toller Film raus, ich glaube, das wäre vermessen. Also wir haben oft Situationen im filmischen Prozess, dass wir merken, sowas geht nicht. Ja? Also ganz banal, man hat eine tolle Einstellung, wir haben ein Rathaus zum Beispiel, wir haben eine tolle Einstellung mit einem Kran geplant als Eröffnungssequenz. Ne? Dann fliegt die Kamera da so weg, das wäre toll gewesen. Aber es ist windig, also der Kran kann nicht fahren, wir müssen schnell umstellen. Dann haben wir eine Fahrt entwickelt, die finde ich jetzt auch was ganz Besonderes erzählt, weil es eben Fahrt auf dem Boden und wir entfernen uns ganz langsam von dem Rathaus. So, ne? Also mussten wir ganz kurzfristig umstellen und überlegen, wie finden wir da einen Ersatz. Und diese Neugier und diese Offenheit und dieses sich immer wieder auf neue Situationen einlassen, auf neue Themen, auf neue Möglichkeiten, das ist, glaube ich, das macht filmisches Erzählen aus. Und darum hoffe ich immer, dass die Studierenden eben das auch für sich als Chance begreifen und nicht immer denken, oh je, ja, da klappt was nicht, sondern gerade wenn was nicht klappt, dann kommt man oft zu Lösungen, die toll sind und die irgendwie besonders sind. Bei der letzten Oscarverleihung ist die einzige nominierte Regisseurin Greta Gerwig wieder leer ausgegangen. Warum haben es Ihrer Meinung nach Frauen im Regiefach so schwer? Ja, das ist tatsächlich eine große Diskussion, die wir im Moment führen in der Filmbranche, warum Frauen so benachteiligt sind. Ich habe mich auch früh filmpolitisch da sehr mit engagiert. Ein Schritt war, den wir 2014 gegangen sind, erstmal überhaupt Studien zu erheben, wie ist da die geschlechtergerechte Verteilung. Und da hat man festgestellt, dass natürlich die Regieposition im deutschen fiktionalen Fernsehen, also sozusagen im Fernsehen, das mit öffentlich-rechtlichen Geldern entsteht, eigentlich immer so sind 10% Regisseurin, 90% Regisseure. Also und dem gegenüber steht aber eine fast paritätische Ausbildungssituation. Also wir bilden genauso viel Frauen wie Männer aus. Aber irgendwie die Regisseurinnen, die später die Filme drehen, also das vor allem im Primetime-Programm, verschwinden. Und warum passiert das? Also der erste Schritt war erstmal zu erheben und das auch kontinuierlich zu tun und zu gucken, eben ist dieser Gap überhaupt da? Ja, der ist da, der ist eklatant da. Und dann hat das in den Sendern ganz viel bewirkt. Das merkt man jetzt schon. Das lässt sich nicht von heute auf morgen regeln. Die gute Nachricht ist, es gibt die Regisseurin. Ne? Also wir bilden eben gleichberechtigt aus. Und es ist jetzt nicht so, dass man jetzt erstmal eine ganze Generation abwarten müsste. Ne? Aber wir müssen natürlich feststellen, im Filmbereich, wir haben es immer mit sehr hohen Budgets zu tun. Ich sage mal nur mal ein Beispiel. Ein Tatort kostet 1,5 Millionen. Jetzt so ein historischer Film oft über 2 Millionen Euro. Das sind Budgets, das ist immer noch so, die traut man eher Männern zu. Und dass aber Frauen auch sehr gut mit Geld umgehen können und da auch künstlerisch ganz besonders herausragende Filme schaffen können. Also Maren Ade ist jetzt nur mal ein Beispiel einer herausragenden Regisseurin, die mit ihrem Film Toni Erdmann fast alle Preise gewonnen hat, die man überhaupt gewinnen kann. Ja? Und ein toller Film, ja. Diese Regisseurin gibt es, aber man muss ihnen noch mehr zutrauen, dass sie beides können. Also im Kinobereich ist es schon eben viel besser geworden. Aber der Fernsehbereich ist natürlich das, wovon Regisseurinnen auch kontinuierlich Erfahrung sammeln können und leben können. Und dass es da so eine Schwierigkeit gibt, dass Frauen auch im Fernsehbereich Fuß fassen, das ist eine Aufgabe, vor der wir stehen. Und das wird sukzessive und langsam besser. Aber da haben wir noch viel vor uns. Ich weiß, dass das Auswahlverfahren für Ihre Studierenden sehr umfangreich ist und auch sehr aufwendig. Wenn man bei Ihnen studieren möchte, was glauben Sie, was sollte man mitbringen, wenn man sich für dieses Fach entscheidet? Ja, also eine ganz wichtige Qualität ist, dass man neugierig ist auf neue Themen. Eine andere Sache ist, dass wir oft in den Veranstaltungen, die wir machen für Schüler, ne, wenn die zu uns kommen, dann geben wir ihnen mal einen Vergleich und sagen immer, wenn sie Pianist werden wollen, dann sind sie ja auch nicht in der Aufnahmeprüfung das erste Mal am Klavier. Sie haben schon eine ganz lange Genese, wo sie eine
musikalische Ausbildung haben, indem sie Klavierstunden hatten. So streng ist das natürlich bei uns im filmischen Bereich nicht. Aber wir hoffen, dass sie sich filmisch vorbilden. Und das muss nicht immer sein, dass man mit der Kamera rumrennt. Es kann auch sein, dass man Fotoserien macht. Aber dass man sich irgendwie ans filmische Erzählen ranwagt. Ja. Und das ist ja heutzutage einfach viel einfacher. Selbst mit ihrem Handy können die Schüler kleine Filme drehen. Ne? Und dass es da eine Vorbildung gibt, dass sie nicht sozusagen mit dem ersten Tag der Aufnahmeprüfung anfangen, filmisch zu denken, sondern dass das viel früher stattfindet und dass man auch mal Sachen ausprobiert hat und dass man auch mal daran gescheitert ist. Das ist ja für viele, wir fordern die zukünftigen Studierenden auf, ein Projekt schon für uns zu machen. Wir geben ein Thema und dann drehen die einen Film dazu. Wenn das der erste Film ist, den die machen, das sehen wir sofort. Ne? Also wenn das so ungewohnt ist, dass die filmischen Mittel so ungelenk einsetzen, dann dazu haben wir zu viele Bewerber. Ne? Dann ist die Chance relativ gering, dass sie dann auch die Aufnahmeprüfung schaffen. Wenn es da aber einen Prozess gibt, das merken wir. Und dann sehen wir auch, dass sie da vielleicht eben einen anderen Blick auf die Dinge haben. Das ist dann die Neugierde, die da zum Tragen kommt. Also dass sie irgendwie... es müssen nicht die großen Dramen sein, sondern oft auch aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz heraus irgendein Thema aufgreifen und uns das plastisch erzählen. Das wünschen wir uns. Und es gibt eine dritte Sache, die uns sehr wichtig ist. Man hat ja immer das Gefühl, irgendwas mit Medien, das ist was, was viele ganz toll finden, dass dieses irgendwas mit Medien, aber auch mit einer großen Disziplin und mit einem guten Zeitmanagement einhergeht, das finden viele erstaunlich. Also viele denken immer, wow, was ist denn da steht für ein Aufwand dahinter? Mhm. Und einfach das Filmstudium bedeutet, dass man sich sehr universell irgendwie beteiligen muss am kulturellen Leben und am Diskurs und merken, wo sind Themen, die ich erzählen will. Und dann ist so eine Phase, bis man ein Drehbuch hat, bis man eben mit Schauspielern das vielleicht erarbeitet hat, das ist schon sehr viel Aufwand. Darum sprengen wir eigentlich auch immer so ein bisschen die Zeiten, die so ein Studium mit sich bringt. Ne? Also sozusagen, was ist an Selbststudiumszeit und an Kontaktzeit, da sind wir immer eigentlich drüber. Und das müssen diese Bereitschaften müssen die Studierenden mit sich bringen, dass sie nicht einfach sagen, okay, das ist ein 8-Stunden-Tag und dann höre ich auf zu arbeiten, sondern es ist viel umfassender, was so ein Filmstudium bedarf. Sie haben das plastische Erzählen schon angesprochen und dahinter verbirgt sich für mich die Kreativität auch. Die hatten Sie jetzt noch nicht angesprochen. Und meine Frage ist, ist Kreativität eigentlich erlernbar? Habe ich noch eine Chance als Ingenieurin? Ich glaube, dass Sie als Ingenieurin sehr, sehr kreativ sind. Ich glaube, das ist kein Privileg von künstlerischen Fächern. Was ist denn eigentlich Kreativität? Ich glaube, Kreativität ist eben das, was man etwas Neues schafft. Erstmal, man muss sich umschauen, was gibt es eigentlich. Darum ermutigen wir die Studierenden auch ganz viel, ihr müsst Filme gucken. Und viele kommen mit einem großen Schatz an amerikanischen Serien, da kennen sie sich oft gut aus. Aber dann sage ich, kennt ihr denn deutsche Regisseure? Habt ihr deutsche Filme gesehen? Und da ist dann oft das ganz schwierig. Also genau, man muss sich umgucken, was gibt es in dem Bereich, wo ich arbeite. Und dann muss man nach und nach sich kennenlernen. Was sind die Faktoren, die ich brauche, damit diese Eingebung, dieser Blitzgedanke kommt? Und das Dritte ist wirklich auch wieder ein ziemlich hartes Korsett an Disziplin, dass man diesen Weg, sagen wir mal, man hat eine tolle Idee für einen tollen Film. Ja? Ich will eine tolle Liebesgeschichte erzählen. Aber Liebesgeschichten gibt es ja ganz viele. Also was ist das ganz Eigenwillige an meiner Liebesgeschichte? Und dann fängt natürlich auch die Arbeit an. Also wenn man im filmischen Prozess in der Stoffentwicklung anfängt, ist da oft auch ein Jahr, braucht so ein Stoff, damit er wirklich erzählbar ist. Und das müssen die Studierenden auch bereit sein, den Weg zu gehen. Wir haben ja jetzt thematisch schon eine große Breite gehabt, von Liebesfilmen bis hin, Sie sprachen gerade drüber, Klimawandel, ein spannendes Thema. Ist das eine Ihrer nächsten Regiearbeiten? Ja, genau. Also ich habe eben vor 2 Jahren begonnen, mich
mehr mit eben dem, was uns erwarten wird, zu beschäftigen. Das hat tatsächlich mit einem Symposium zu tun, das wir mit der Folkwang Hochschule zusammen gemacht haben. Zu einer Publikation, 2052 heißt die, von Jorgen Renders. Und der hat Prognosen sozusagen zusammengestellt, wie wird die Welt eben im Jahr 2052 aussehen. Und wir haben da mit Studierenden Projekte auch entwickelt, da sind tolle Projekte entstanden. Und da hat es in mir so gearbeitet, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich ein Thema, wo ich meine ganze Lebensenergie reinstecken möchte, den Menschen begreiflich zu machen, dass wir, dass es eben 5 vor 12 ist, dass wir uns eigentlich im Umgang mit der Natur anders aufstellen müssen. Und ich sehe da eine ganz große Kommunikationsaufgabe. Weil natürlich der Klimawandel ist was ganz Vertracktes, da gibt es den zeitlichen Verzug. Also das CO2, was wir jetzt ausstoßen, ist eigentlich erst, fängt an, in 50 Jahren wirklich eine Auswirkung zu zeigen. Das heißt, wir sehen die ersten Anfänge, aber wir sehen sie oft auch geografisch an anderen Punkten. Also die Dürren in Afrika, die kann man immer noch irgendwie sagen, betrifft mich nicht. Das heißt, ich habe angefangen mit auch einem Forschungsinstitut, Prognosen in Szenarien zu überführen und sozusagen aus diesen Prognosen Lebensräume zu schaffen, wo wir dann wieder, also da komme ich und ein Autor aus Berlin dann rein, wo wir Geschichten erzählen. Also wir überlegen uns, wie wird die Welt, und zwar also Deutschland oder der deutschsprachige Raum, im Jahre 2050 aussehen? Welchen Herausforderungen werden wir uns stellen? Das ist jetzt erstmal angedacht eine 6-teilige Serie. Gleichzeitig, weil wir eben mit einem Forschungsprojekt zusammenarbeiten oder sozusagen, weil es ein Forschungsprojekt ist, haben wir ein Symposium geplant mit Wissenschaftlern, wo wir auch in der Öffentlichkeit diesen ersten Schritt zeigen, was heißen diese Szenarien, die eben realistisch sind, wie wird da die Welt aussehen. Wir haben eine Ausstellung geplant, wir werden eine Homepage entwickeln, die überlegt, was für eine Kommunikation haben wir 2050, wie könnte eine Homepage aussehen, die im Jahre 2050 aufgebaut wird und die dann von Klimaveränderungen oder Klimafolgeschäden, muss man ja auch sagen, 2050 berichtet. Mhm. Wie sieht da die Kommunikation aus? Und das ist eben ein groß angelegtes Projekt, das hat eben die filmische Seite mit den Serien, aber es hat auch einen großen Forschungsanteil, weil naturwissenschaftlich. Absolut, wie wird die Welt aussehen, das ist ein Forschungsanteil, aber auch wie wird die Kommunikation aussehen und wie können wir Menschen auch in der Art von Kommunikation, die es ja dann vielleicht geben wird, erreichen. Frau von Möller, ich bedanke mich für die Zeit, und die Sie hier mit mir verbracht haben, und möchte zum Schluss noch die 10 Gebote des Regisseurs Billy Wilder Ihnen mit auf den Weg geben. Und zwar hat er gesagt, ich habe 10 Gebote. Die ersten 9 heißen, du sollst nicht langweilen. Das 10. lautet, du sollst das Recht auf den Endschnitt haben. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ja, ich danke auch sehr herzlich. Vielen Dank. In diesem Sinne hoffe ich, wir haben Sie neugierig gemacht. Mehr über die Regisseurin Erika von Möller finden Sie unter erika-von-möller.de und Studieninformationen über Design audiovisueller Medien erhalten Sie auf der Uni-Homepage www.uni-wuppertal.de. So, und jetzt schauen wir zwei uns mal gemütlich den Film an. Ich habe da mal was vorbereitet.